1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich habe mich gerade ergötzt an unserem Vorprogramm im Fernsehen. Das waren die Nackten von Rügen. Das war eine Wiederholung. Und erstaunlich ist, dass diese Sendung extrem hohe Einschaltquoten hat, wenn man da so ein paar nacke Dice sieht. Das scheint den Leuten sehr zu gefallen. Schön, dass ihr hier seid. Willkommen bei Domian. Wir haben eine Freitemennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon und die bekannte Nummer wählen. Die ist kostenfrei oder meldet mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist eine Anruferin und sie heißt Sandra und ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Ja, hallo. Hi. Um was geht's bei dir, Sandra? Es geht darum, ich habe letzte Woche hast du eine Anruferin gehabt, die hat erzählt, die hat einen Ekel vor Knöpfen. Ja. So, und da dachte ich mir, guck mal, das passt doch wunderbar zu mir, weil ich habe einen extremen Ekel vor Gold. Nein. Ja. Vor alles, Gold? Alles, was Gold ist, ja. Also nur vor echtem Gold oder was goldig aussieht? Nee, alles, was so Gold ist irgendwie. Was irgendwie goldig aussieht. Ja, genau. Ich guck mal gerade um, ich habe hier nichts liegen, was goldig aussieht. Nee. Wie macht sich das bemerkbar? Zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt zu irgendeinem Arzt gehe oder ich gehe aufs Amt oder irgendwo hin. Ja. Und mir streckt jemand, um guten Tag zu sagen, mir die Hand entgegen und er hat einen goldenen Ring an der Hand oder eine goldene Uhr oder ein Armkettchen oder so, kann ich dem Menschen die Hand nicht geben. Ach, ich krieg Gänsehaut ohne Ende. Was für ein Gefühl wäre das, wenn du einen, ich habe einen silbernen Ring, wenn du einen goldenen Ring anfassen würdest, beim Handschlag? Ich krieg sofort nasse Finger. Also richtigen Ekel? Richtiger Ekel, ja. Also man kann es ungefähr vergleichen, wenn jetzt jemand einen Ekel vor Mäusen hat, sage ich jetzt mal. Oder vor Spinnen. Oder ja, den ich ja auch habe, aber das ist ein anderes Thema. Dann übrigens sicher die Frage, du trägst natürlich keine goldenen Ringe. Nein. Und natürlich auch keinen goldenen Schmuck. Nein. Nehmen wir mal, wir konstruieren mal eben einen schönen Fall. Okay. Du triffst einen Mann, den du wahnsinnig findest. Mhm. Irre findest. Der steht da und du denkst, wow, genau den habe ich mir immer gewünscht. Ja. Und dann macht er den Mund auf und sagt mit sehr tiefer, männlicher Stimme was Tolles zu dir. Aha. Aber du siehst, dass er einen goldenen Zahn hat. Sorry, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also das wäre wirklich ein Grund mit diesem Mann, wenn doch alles stimmen würde. Ja. Man könnte den goldenen Zahn natürlich rausnehmen. Du könntest sagen, wenn er das machen würde, okay. Ich nehme dich, aber ohne goldenen Zahn. Richtig. Also küssen, wenn einer einen goldenen Zahn hat, ist undenkbar. Nee, gar nicht. Christi Gelbsucht von. Voll. Wahnsinn. Also, nee, ich meine, ich habe jetzt selber das Thema, dass ich jetzt zum Zahnarzt muss und habe halt jetzt mit dem geklärt, dass ich halt Kronen bekomme. Mhm. Und jetzt wollte der mir hinten an die Backenzähne, wollte der mir goldene Kronen draufsetzen, weil es halt günstiger ist und so weiter. Das machen die gerne, ja, genau. Eben, und da habe ich gesagt, es ist mir egal, was es kostet. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der jetzt das meiste Geld zur Verfügung hat, aber ich habe gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ja. Mir geht die Kehle zu. Ja. Das geht gar nicht. Ja gut, dann müssen wir es halt doch auch... Wie hat der Arzt darauf reagiert? Ich meine, das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Phobie. Hat der es ernst genommen oder hast du den Eindruck gehabt, der denkt, ach, die stellt sich an und die spinnt ein bisschen? Nee, also ich habe das... Also ich soll es euch dazu sagen, ich habe seit circa 17 Jahren sogar eine Zahnarztphobie. Ach, bestätigte. Also da kommt einiges zusammen bei dir. Ja. Und also das ist von Kindheit aufgetreten. Also hat er das ernst genommen? Dann kennt er den Hintergrund auch. Ist denn diese Goldphobie, ist die auch seit Kindestagen da? Oder? Also das kann ich so gar nicht sagen. Also mir ist es, als ich klein war, nie so bewusst gewesen. Das ist dann erst so in der Jugendzeit, so von 15 aufwärts, ist es mir dann aufgefallen. Mhm. Also je mehr irgendwie irgendwas Goldenes auf mich zukam, desto mehr habe ich mich zurückgezogen. Weiß ich gar nicht. Ich versuche mich gerade ein bisschen hineinzudenken, weil man das bewusst ja gar nicht wahrnimmt, wie oft man so im Alltag mit goldenen oder gold aussehenden Dingen konfrontiert wird. Ja. Wahrscheinlich oft, ne? Sehr oft, ja. Jetzt alleine, ich war gestern unterwegs, wollte mir eine Hose kaufen und brauchte dazu einen Gürtel. Mhm. Und die Verkäuferin guckt mich an, zeigt mir einen Gürtel mit goldenen Knöpfen und sagt, ach, der wird so toll zu der Hose passen. Er sagt, nee,
Ja. Tut mir leid. Ja. Aber das ist gar kein Gold. Ich sage, es hat aber die goldene Optik. Ja, ja. Kann ich nicht. Wie machst du das denn? Also viele Leute tragen ja nur goldene Ringe oder haben eine goldene Uhr oder so. Das ja. Und wenn... Das sind doch sicher manchmal fast peinliche Situationen. Es reicht dir jemand die Hand, der dir vielleicht wichtig auch ist oder jemand, den du neu kennenlernst. Und was, wie gehst du damit um? Ich sag, tut mir leid, ich kann dir die Hand nicht geben. Aber dann musst du doch 100-mal immer das Gleiche erklären. Ja, das musst du ja auch schon oben rauskommen. Ja, klar. Mhm. Aber mir ist es lieber so, als dass ich mich da so extrem überwinden muss. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, es hat 17 Jahre gedauert, dass ich mich überhaupt überwunden habe, zu einem Zahnarzt zu gehen, vor lauter Angst. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ich habe zwei Kinder und dadurch haben die Zähne halt auch ziemlich gelitten und es war halt irgendwann soweit. Also eine Zahnarztphobie finde ich auch viel schlimmer als eine Goldphobie. Ist es auch. Weil es in die Gesundheit reingeht und sicher, ganz andere Konsequenzen hat. Goldphobie kann man sich wahrscheinlich arrangieren mit, genauso wie mit einer Knopfphobie. Mhm. Aber aus deinem gesamten Haushalt sind alles, was irgendwie goldig aussieht, ist verbannt. Ja, also ich habe nur eine Stehlampe, die hat einen goldenen Knopf. Oh. Das ist ganz aber der Knopf muss doch auch schon mal geputzt werden. Ja, aber ich habe ja zum Glück so einmal Handschuhe. Dann geht das. Also wenn du Handschuhe an hast, dann kannst du drauf. Dann geht das, ja. Ja, ja. Ich meine, das sind so verschiedene. Das ist zum Beispiel jetzt auch, wenn ich so diese 1- und 2-Cent-Münzen in der Hand habe, ist das auch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Genau, die sehen ja auch so goldig aus. Ja, wobei das halt wirklich die kupfernen Farben sind, wo ich dann auch nicht haben kann. Zink, Kupfer und Gold. Mann. Ich weiß nicht, warum das ist. Ja, aber in der Tat, wie geht das jetzt mit diesen Münzen? Das erträgst du dann irgendwie? Ja, also wenn ich im Geschäft bin und ich bekomme jetzt zum Beispiel Wechselgeld, dann gucke ich halt immer irgendwie, dass dann halt so 1 Euro, 2 Euro Stücke irgendwie drunter liegen, sodass ich nicht unbedingt jetzt damit in Verbindung habe. So blöd, wie es anhört. Wie ist es denn Weihnachten? Du hast Kinder, hast du gerade gesagt, ne? Ja. Wie ist es Weihnachten, wenn der Christbaum geschmückt werden soll? Darf da auch nichts Goldenes dranhängen? Nee, wir haben eigentlich gar nichts Goldenes dranhängen. Mhm. Außer ein paar Glöckchen dann. Aber die haben ja oben zum Glück, also die haben so ein Bändchen, so weiß-rot, so ein Stoffbändchen. Ja. Und da lange ich die aber auch nur an. Gibt es sonst noch eine Situation irgendwie im Alltag, wo du dem ständig aus dem Weg gehen musst und die für dich sehr, sehr schwer ist, weil es permanent vorkommt? Oder die für dich sehr schwierig ist, weil du konfrontiert bist mit dem Gold? Nee, eigentlich doch, es kommt ganz drauf an. Also manchmal ist es so, dass sich das extrem äußert, so dass ich zum Beispiel auch meinen Türgriff, ich habe dummerweise goldene Türgriffe. Du hast goldene Türgriffe? Ja. Warum? Weil die mein Vermieter da reingemacht hat. Ja, die müsstest du aber eigentlich wechseln, solange du da wohnst. Müsste ich normal schon, ja. Du kannst ja gar nicht die Tür im guten Gewissens aufmachen, oder? Ja, also ich mache das dann halt im Ellbogen. Ach. So, mit dem Ellbogen drücke ich die runter und dann lange ich halt ans Holz, an den Rahmen und mache sie dann halt so auf. Ja, aber das ist aber natürlich für eine Hausfrau auch ätzend, ne? Und, ja. Und behindern, wenn du immer nur mit dem Ellbogen die Türen aufmachst. Ja, stimmt. Lebst du mit deinem Partner zusammen? Nee, ich bin alleinerziehend. Alleinerziehend. Mhm. Gut, da müsste doch irgendein hilfreicher Geist dir mal die Türklinken austauschen. Die kannst du ja hinterher wieder dranpappen, die goldenen, wenn du ausziehst. Damit du mal entspannt die Tür aufmachen kannst. Das finde ich ja wirklich behindernd. Ja, ist es. Es nervt irgendwo. Ja. Gut, wobei man sagen muss, manchmal gibt es Tage, da habe ich so viel irgendwie, was mir so im Kopf rumschwirrt, dass ich da gar nicht groß drüber nachdenke. Dann lange ich es an und merke es gar nicht. Und wenn ich es dann merke, dann kriege ich dann halt im Nachhinein diesen Schauer in den Rücken. Aber in dem Moment macht es mir dann nicht mehr viel aus. Für dich muss es doch auch das Grauen sein, in ein Juweliergeschäft zu gehen. Nee. Nee, ich muss es ja nicht anfassen. Ah ja, wenn du es nur so siehst, ja. Ja, wenn ich sehe, ist die eine Sache. Nur wenn ich das irgendwie, wenn ich merke, ich muss mit dem Ding irgendwie in Berührung kommen, da ist es vorbei. Also, das ist ja so eine Sache, die ist halt da und damit hast du dich auch arrangiert. Die ist jetzt nicht so lebensbehindernd oder nicht, also gravierend, lebenseinschneidend für dich. Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, solange ich nicht irgendwie goldene Armkettchen oder so geschenkt bekomme. Also das wissen wahrscheinlich alle Leute um dich herum, die nahen Freunde und so, dass sie dir nichts Goldenes und keine goldene Kette schenken. Ja, nee, ich hatte diesen Fall schon. Und da war auch jemand ziemlich beleidigt, dass ich es nicht angezogen habe. Ja. Aber ich habe gesagt, tut mir leid. Also wieder mal was Neues hier gehört. Eine Goldphobie hatte ich auch noch nie vorher irgendwas gelesen, darüber gar nichts. Ja, es ist die Leute, was das teilweise für Phobien entwickeln. Ist völlig verrückt, ja. Weiß man noch nicht mal, wo es herkommt. Ja, natürlich, wirklich, so ist es ja. Liebe Sandra, dann wünsche ich gute Behandlung beim Zahnarzt. Dass der dir da heimlich ein bisschen Gold reinfummelt. Dann weiß ich nicht, was ich mit dem anfange.
Also vielen Dank für den Anruf und alles Gute. Danke. Tschüss. Domian, kann ich noch ein Autogramm von dir kriegen? Ja, leg mir bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Diana ist hier, 22, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo. Na, das klingt aber sehr... Was? Ich bin ein bisschen irritiert durch, wie du so, hallo Domian, sagst. Was ist dein Thema? Du hast auch eine angenehme Stimme, dankeschön. Es geht darum, ich habe vor 8 Jahren habe ich ein Erlebnis gehabt, was mir selbst, sage ich mal, jetzt nach diesen 8 Jahren irgendwie noch ziemlich so im Kopf rumschwirrt und was mir halt irgendwie keine Ruhe lässt. Was war das für ein Erlebnis? Ich wurde vergewaltigt und das halt auf eine ziemlich brutale Art und Weise. Da warst du 14 Jahre alt? Ja, genau. Ja. Genau. Was ist genau passiert? Also kurz erzählt, also ich war halt also mit 14 halt auf einer Party gewesen, so bei Freunden und habe halt irgendwie einen Typen kennengelernt, und aber wir haben uns nur kurz unterhalten. Und 2 Wochen später habe ich dann auf einer anderen Party halt aber mit den gleichen Leuten den nochmal wieder getroffen. Und kurz gesagt sind wir dann irgendwann halt nur hochgegangen, aber halt nur um weiterzureden. Und dann war der damals in deinem Alter? Der ist älter als ich, der ist 6 Jahre älter. 6 Jahre alt. Genau. Und dann sind wir hochgegangen. Und dann habe ich das nicht richtig mitgekriegt, dass er die Türen irgendwie abgeschlossen hat. So. Und ein sehr guter Freund von mir, der halt auch mit auf dieser Party war, der hat halt irgendwie immer generell so auf mich aufgepasst, sozusagen. Auf jeden Fall hat er dann halt die Türen abgeschlossen. Naja, und dann irgendwie war der halt sehr viel stärker auch als ich, logischerweise. Also 6 Jahre älter halt. Und ich hatte nicht wirklich irgendwie eine Chance. Und dadurch, dass halt auch, dass ich eine ganze Menge Angst hatte, weil mir die Augen verbunden waren und da halt auch Hatte die Augen verbunden? Ja, also zwischendrin dann halt irgendwie, hat mich halt erst festgebunden und dann halt mir die Augen verbunden. Und unter anderem habe ich halt auch dann gemerkt und gesehen halt auch, dass er halt eine Waffe, also ein Messer benutzt hat. Und ich hatte halt einfach nur panische Angst. Und das alles passierte oben, während unten die Leute waren? Ja. Das ist, also ich kann dir nicht mal sagen, wie lange das gedauert hat. Ich hatte, glaube ich, überhaupt kein Zeitgefühl oder so. Ich habe nur auf einmal einen riesen Knall gehört und da ging diese Tür auf von diesem Schlafzimmer. Und da ist halt dieser Freund von mir reingekommen und hat irgendwie die ganze Situation gesehen, hat ihn irgendwie weggehauen. Hattest du die Augen da noch verbunden? Da waren die frei. Das heißt, du hast es gesehen, wie die Tür dann aufgeflogen ist. Genau. Währenddessen war er noch mit dir beschäftigt, der Täter? Ja. Er hat ihn halt dann irgendwie runtergerissen und es war wie, sag ich mal, hin und weg. Also er hat mich genommen und wir sind da raus und wir sind da weg und ich habe mich dabei angezogen und wir sind da komplett weggerannt irgendwie. Und der Täter, was war mit dem? Ist er geflohen dann in der Situation oder? Ich habe nicht wirklich mitgekriegt. Ich habe halt zu den Leuten dann, also das hat keiner mitgekriegt. Das ist das total Krasse auch daran. Also eigentlich bin ich auch relativ beruhigt darüber, weil ich halt, ich habe ihn nicht wirklich mehr gesehen, außer vor 2, 3 Jahren. Also ich habe zwar mit den Leuten... Es war so, dass dein Freund, der da auf dich aufpassen sollte, der hat dich da rausgerissen und dann bist du mit diesem deinem Retter weggelaufen. Und die anderen Leute unten waren weiter da und haben nichts gemacht. Wie viele Leute waren da unten? Also es waren ungefähr, also jetzt grob geschätzt wahrscheinlich um die 15, 16 oder so. Also eine richtig große Gesellschaft dann. Ja, war halt so. Der Täter, das weißt du gar nicht, was mit dem dann war, wo der hingelaufen ist? Also ich kannte ihn ja nicht wirklich. Ich habe, das ist halt so, dann bringt halt da mal jemand mit oder da mal jemand mit irgendwie. Also es kann durchaus sein, dass der wieder runter auf die Feier gegangen ist. Das wisst ihr nur nicht. Nee, keine Ahnung. Also ich meine, ich kannte die Leute halt von da, habe jetzt mit denen nicht mehr so viel Kontakt. So, das Ganze ist vor 8 Jahren passiert. Ja. Ist denn damals ist keine Anzeige gemacht worden von deiner Seite aus? Richtig, genau. Wobei du sogar einen Zeugen hattest, ne? Nämlich deinen Retter, der hat das ja gesehen. Ja, klar. Wie alt war der Retter eigentlich? War der ein bisschen älter als du? Ja, der ist 4 Jahre älter als ich. Warum wurde keine Anzeige erstattet? Von mir aus, weil ich halt einfach, weil ich Angst hatte.
Also ich glaube einfach so mit 14, ich habe zwar sicherlich irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie frühreif war oder so, aber ich habe halt durch meinen Vater auch da schon eine Menge mitgemacht halt, weil der halt auch ziemlich früh von uns gegangen ist sozusagen. Und also ich hatte halt irgendwie Angst einfach, glaube ich. Ja. Hast du dich denn jemandem anvertraut? Das wusste jetzt nur dieser eine, der dich da rausgeholt hat. Genau, der Freund von mir. Also mit erfahren hat es dann auch seine Schwester, weil die beiden haben mich dann irgendwie so in der Zeit danach einfach begleitet, sage ich mal. Ja. Du warst aber bei keinem Arzt und bei keinem Psychologen damals? Nein. Also ich war kurz danach bei einem Psychologen, aber das hatte halt mit meinem Vater zu tun. Und das ist auch, ich dachte halt irgendwie, dass der mir helfen kann, aber ich habe wahrscheinlich dann gedacht, weil er mir bei meinem Vater nicht helfen konnte, dass der mir auch in meinen anderen Problemen nicht helfen kann. Aber jetzt nach 8 Jahren merke ich so, ich glaube, das wäre doch mal irgendwie ganz angebracht. Also ich sag mal, ich stehe eigentlich mit festen Beinen im Leben, wenn ich das sagen kann. Mir geht's von so her gut. Ich habe halt mit der Erfahrung, die ich so in meinem Leben sonst auch gesammelt habe, bin ich ganz gut zurechtgekommen. Ja. Aber diese Geschichte kommt wahrscheinlich immer wieder hoch und du hast die Bilder vor Augen. Ja. Damals, ich gehe mal davon aus, dass der Vergewaltiger dich nicht mit einem Kondom vergewaltigt hat. Ja. War da nicht auch die Angst, dass er dich hätte irgendwie infizieren können oder dass du sogar hättest schwanger werden können von der Vergewaltigung? Ging dir das damals auch durch den Kopf? In dem Moment ging es mir nicht wirklich durch den Kopf, weil ich einfach irgendwie nur Angst hatte. Aber als natürlich ich dann kurz nachher erfahren habe, dass ich schwanger geworden bin. Ach, du warst schwanger? Ja. Und du warst schwanger davon? Ja. Und dann habe ich das abtreiben lassen. Und das heißt, die Geschichte potenziert sich ja gerade für mich, wenn du das erzählst. Das heißt, da kommt auch noch eine Schwangerschaft hinzu, durch eine Vergewaltigung und eine Abtreibung. Ja. Das ist ja für so ein junges Mädel in dem Alter, ist das ja das Grauen überhaupt. Das Grauen schlechthin. Und das hast du alles mehr oder weniger mit dir alleine ausgemacht. Du hattest deine beiden Gesprächspartner. Es gab keine wirkliche psychologische Betreuung. Und nichts, und hast du alles so für dich dann versucht zu verarbeiten, was natürlich eigentlich gar nicht schaffbar ist. Kann ich gut verstehen, dass du bist 22, dass dir das alles wahrscheinlich immer wieder mal in Intervallen, vielleicht gelingt es dir eine Weile, das mal ein bisschen wegzuschieben. Aber dann ja, aber es ist ja auch, weißt du, nachts dann, wenn du einfach schläfst, du wachst davon auf, du schreist, und wenn auch vor allen Dingen, wenn ich in einer Beziehung bin oder so und dann halt jemand neben mir liegt und ich nachts aufwache und schreie, die wollen auch wissen, warum, die wollen wissen, wieso. Kannst du denn in deinen, du sagst Beziehung, das heißt, hast du im Moment eine Beziehung? Nicht wirklich. Aber du hattest schon welche. Ja. Kannst du denn da deine Sexualität wirklich leben und genießen? Also ich sag mal, von so her, bei mir ist es irgendwie so, dadurch, dass in mir ist in dem Moment, glaube ich, irgendwie ein gewisses Maß an Vertrauen einfach irgendwie total weggegangen. Und bei mir ist es halt so, ich muss sagen, wenn ich einem Menschen, also ich kann das für mich auf eine bestimmte Art und Weise sagen, wenn ich einem Menschen vertrauen kann, das dauert natürlich seine Zeit. Ja, ja. Deswegen ist es halt auch nicht so für mich unbedingt, auch generell irgendwie nicht so, also One-Night-Stands sind für mich nichts. Also es ist für mich sicherlich, okay, Sex ohne Gefühl oder Sex ohne Liebe. Aber wenn Vertrauen da ist, dann funktioniert das, dann geht es. Ja, also ich denke mal, mit einer gewissen Zeit klappt es schon. Du hast gerade, glaube ich, im Nebensatz gesagt, du hast den auch nochmal getroffen, ne? Gesehen. Ja. Wann war das genau? Das war vor ungefähr 2,5 Jahren im Sommer. Durch Zufall irgendwo in der Stadt, oder? Ja, bei uns halt, also bei mir im Wohnort. Also ich bin halt irgendwie, das war ein Sommertag, ich bin zur Tankstelle gelaufen und als ich wieder zurückkam, ist ein Auto an für mir vorbeigefahren, so in die Straße rein, und ich habe ihn in diesem Auto gesehen. Und in dem Moment ist es für mich so, also ich habe mit diesem Menschen nie wieder was zu tun gehabt. Und war dir vorher auch nie mal über den Weg gelaufen? Was kam in dem Moment, als du den da gesehen hast? Was kam da für ein Gefühl in dir auf? Ich hatte Angst. Also ich habe diese Person gesehen und ich hatte einfach nur Angst. Ich war total fertig, habe irgendwie nur geheult und bin zu einer Freundin gelaufen und das war alles zu viel irgendwie für mich. Also in dem Moment ist so, als ob ich, weiß ich nicht. Hast du denn der Freundin erzählen können, warum du weinst? Es fällt mir also normalerweise sehr schwer. Und ich habe es halt nur angedeutet, dass halt ich jemanden getroffen habe, den ich halt irgendwie nie wiedersehen wollte. Aber ich deute deinen Anruf wirklich auch so, und du wirkst ja auch sehr selbstbewusst und sehr, sehr klar, wie du selbst auch sagst, im Leben stehende junge Frau, dass jetzt irgendwas passieren muss. Dass vielleicht der Anruf hier der erste Schritt ist.
Ich möchte dich wirklich dazu ermutigen und ermuntern, das zu tun. Also meine Erfahrung, was ich ja von Frauen gehört habe in all den Jahren, die so etwas hinter sich hatten, wie du, waren durchweg positiv, die dann diese Schritte unternommen haben, sich in ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe zu begeben. Mhm. Weil es wirklich fast unmöglich ist, so etwas alleine zu schaffen. Das mag es vielleicht auch geben, aber das sind die seltensten Fälle. Mhm. Ja. Ja, bitte frag. Es gibt halt noch eine Sache, vielleicht, kannst du mir sagen, wie du in der Situation vielleicht handeln würdest? Es gibt halt noch das Problem, dass ich ganz einfach, also meine Mutter und meine Schwester und auch meine beste Freundin eigentlich, also die kenne ich wirklich schon seit Jahren, die wissen nichts davon, weil die halt, also ich habe auch einen guten Kontakt zu meiner Mutter, einen super Kontakt, also wir verstehen uns eigentlich bombastisch sozusagen. Und auch mit meiner besseren Hälfte halt. Aber ich habe es irgendwie selbst in diesen Jahren nicht geschafft, mit denen darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob es Gefühl ist einfach, dass ich Angst habe, dass sie mich anders behandeln könnten. Ich bin hundertprozentig sicher, dass deine Mutter dich nicht anders behandeln wird. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass deine beste Freundin dich auch nicht anders behandeln wird. Im Gegenteil, sie werden sagen, Mensch, hättest du uns da schon längst hättest du dich doch längst uns anvertrauen können. Ich bin ganz sicher, dass es gut ist, wenn du, und dass es auch für dich hilfreich ist, wenn du sagst, ich habe einen guten Draht zu meiner Mutter, einen richtig guten Draht. Ja. Und jedes Mal, wenn du es aussprichst und erzählst, jedes Mal ist es ein klein bisschen Hilfe und Erleichterung für dich. Und wenn du parallel dazu auch noch dann fachkundliche Hilfe suchst, glaube ich, ist das ganz gut alles auf dem Wege. Ich würde dir gerne noch behilflich sein und dir den einen oder anderen Kontakt und Informationen übergeben, was du machen solltest, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, eine therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dann würde mein Psychologe dich anrufen und der versorgt dich dann mit den entsprechenden Informationen. Wunderbar. Liebe Diana, alles Gute und toll, dass du angerufen hast. Das war sehr mutig und ich glaube, das war schon ein weiterer guter Schritt. Danke, dass du mir zugehört hast. Und sag's deiner Mama. Ja, klar. Mhm. Und auch Lob an euer Team. Also ich war echt begeistert. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Tschüss. Tschüss. Hier ist Elisabeth und Elisabeth ist 46 Jahre. Guten Morgen, Elisabeth. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Und was geht's bei dir, Elisabeth? Erste Mal versucht, gleich durchgekommen. Mann, das ist ja ein Glück. Ich kann es kaum glauben. ich habe dich schon gehört, da warst du noch auf dem Radio. Sag bloß. Freitags nachmittags, 15 Uhr. Ja. Wenn ich meine Tour gefahren habe, war ganz großartig. Das ist lange her, ja, genau. Ja, ist lange her. mein Thema ist, ich habe im Oktober letztes Jahr meine Lebensgefährtin verloren, mit der ich 16 Jahre zusammen war, an Krebs. Und ich mache mir heute noch Vorwürfe, weil ich die letzten 12 Stunden nicht bei ihr war. Die letzten 12 Stunden? Ja, ich war zusammen mittags noch im Krankenhaus. Also sie ist im Krankenhaus verstorben? Sie ist im Krankenhaus gestorben, ja. Ich war noch nachmittags da und ich habe die Sache also nicht so ernst gesehen. Es war ja schon immer schon ein bisschen kritisch. Was für eine Krankheit hatte sie denn? Sie hatte Krebs. Also erst Unterleibskrebs, dann Tumor in der Lunge, dann Tumore im Kopf und Kopfstrahlung und das ganze Programm, aber nie Chemo. Die hat sie abgelehnt. Mhm. Das wollte sie also nicht. Sie war ja auch vom Fach, sie war auch gelernte Altenpflegerin und sagte, das wollte sie nicht machen, da geht die Lebensqualität verloren. Ja. Wie alt ist sie geworden? 44 nur. 44 nur. Ja. Mhm. Und wie gesagt, den Samstagnachmittag habe ich also noch stundenlang bei ihr da am Bett gesessen und sie hat mich also kaum noch wahrgenommen. Aber ich habe gedacht, das wird wieder. Und dann sagt die Schwester, ja, hat sie dann keine anderen Verwandten? Warum sind sie dann nur da? Und dann habe ich die Familie aktiviert. Und ich denke, na ja, gut, sie schafft es noch 1-2 Tage. Und ich wollte sonntags morgens mit meiner Tochter, die hat sie mit mir großgezogen, ist mittlerweile 22, wollten wir noch hinfahren. Und dann kam dann sonntags morgens der Anruf um 8 Uhr, sie ist verstorben. War denn jemand bei ihr? Nein. Gar niemand. Auch von der Familie dann auch keiner? Nein, die sind dann auch abends gefahren. Und ich mache mir heute noch Vorwürfe, warum ich die 12 Stunden dann nicht hätte noch sitzen können. Weil man dir schon gesagt hat, dass es sehr ernst ist und ja, weil die Nieren nicht mehr richtig gearbeitet haben und ich weiß es nicht, ob ich es verdrängt habe oder ob ich es nicht sehen wollte. Ich hätte da sitzen bleiben können, aber ich habe gedacht, okay, jetzt fährst du nach Hause und nimmst du die Tochter einen anderen Morgen noch mit. Wie gesagt, die kam erst nicht die Nacht aus dem Urlaub. Ich bin dann auch wieder hingefahren. Ich war auch die erste Leiche, die ich gesehen habe. Ich konnte sie auch anfassen, alles. Und es war auch sehr beruhigend. Sie hat auch sehr friedlich ausgesehen zum Schluss. Aber die Zeit, als du bei ihr warst, ja.
Hat sie dich da irgendwie vielleicht doch noch wahrgenommen oder ja, gar nicht mehr? Ja, sie ist also so zwischendurch wach geworden und sagt, ach, da bist du ja und ach schön und gib mir was zu trinken und dann habe ich ihr auch geholfen so und dann wollte sie auch umgelagert werden und dann auf einmal sagt sie, ach, da bist du immer noch da oder wo kommst du dann jetzt her? Ne? Mhm. Sie hat also gar nicht richtig registriert und wo dann abends noch die Schwester und die Mama da war, da hat sie dann gefragt, ja, wo ist sie denn, wann kommt die denn und warum ist sie denn nicht hier, obwohl ich den ganzen Nachmittag da war, ne? Also hat sie gar nicht mehr so richtig registriert. Macht man sich natürlich Vorwürfe, ne? Ja, natürlich. Ja. Das und also, wahrscheinlich im Nachhinein, wie du selbst gerade auch versucht hast zu erklären, gibt es gar nicht so einen richtigen Grund, warum du weggefahren bist. Vielleicht wirklich, weil du es verdrängt hast und gedacht hast, es wird zumindest noch eine Weile dauern. Ja, weil ich das ja jetzt seit 3 Jahren kannte. Ich war ja immer ich bin ja immer im Krankenhaus gefahren. Mhm. Das war ja auch 30 Kilometer jetzt von uns hier weg, ne? Mhm. Und ich bin immer hingefahren und auch wenn es eine Kur war oder so. Und das war für mich also eigentlich normal. Mhm. Ne? Also ich fahre dann nach Hause und dann telefonieren wir zusammen und dann fahre ich einen anderen Tag wieder hin. Ihr wart 16 Jahre zusammen, sagst du? 16 Jahre, ja. War das eine gute Beziehung? Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Ja, wir haben uns also unterhalten, ohne zu sprechen. Mhm. 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 Ne? Wie viele Jahre hat sie an der Krebserkrankung gelitten? 3 Jahre nur. 3 Jahre. Ja. Was und die Ärzte haben gesagt, ach, da können sie mit alt werden. Sie hat also alle Therapien, also außer Chemo hat sie alles mitgemacht, Strahlung ohne Ende. Ja. Sie hat so viel über sich ergehen lassen müssen und sie hat so tapfer gekämpft. Wir haben beide gekämpft, aber In diesen 3 Jahren warst du immer an ihrer Seite? Ja, immer. Und du hast ihr immer beigestanden? Ja. Das kannst du so aus vollster Seele und tiefstem Herzen sagen. Ja. Da machst du dir überhaupt gar keine Vorwürfe. Nein, aber die letzten 12 Stunden, weil sie hatte so Angst vorm Sterben. Sie sagt immer, ich will nicht. Mhm. Und das tut mir jetzt immer in der Seele weh, wie gesagt, dass ich die letzten Stunden nicht da bin. Ja, ich frag das schon mit einem Hintergrund. Den will ich ja gleich erklären. Ich finde das wichtig zu wissen, dass du dir vorher keine Vorwürfe machst. Nein, ganz sicher. Du hast alles für sie arrangiert, alles, du hast sie besucht, alles. Ihr habt zusammen überlegt, was zu tun ist und du warst einfach so ihr Halt an deiner Seite. Also wenn ich nicht gewesen wäre, hätte sie das gar nicht, sagen wir so, jetzt ohne egoistisch zu wirken, hätte sie das gar nicht durchgehalten, wie gesagt, weil ich war die Einzige so in dem ganzen Umfeld, die überhaupt mobil war. Ich habe sie überall hingefahren. Bin ich meinem Chef immer noch dankbar, dass er mir das Auto ermöglicht hat und das finde ich ganz wichtig. Das finde ich ganz wichtig. Ich will es jetzt nicht schönreden. Die Gewissensbisse würde ich mir auch machen an deiner Stelle. Aber weißt du, was viel mehr wiegt? Nämlich, dass du in all den Jahren ihrer schweren Erkrankung bei ihr warst. Ich fände es viel schlimmer, wenn du sie vorher hättest zum Beispiel nicht richtig betreut und wärst dann nur, ich sag mal, nur an ihrem Sterbebett gewesen. Nein, ich habe sie nicht fallen lassen. Nie. Du warst bei ihr. Du hast ihr beigestanden. Du hast alles Menschenmögliche getan, was zu tun möglich ist. Ich glaube, das wiegt das auf, was du vielleicht an Fehler gemacht hast, dass du nicht da warst. Ja. Ich habe dann auch mit Hilfe ihren Eltern, wir haben auch die Beerdigung so ausgerichtet, wie sie das haben wollte. Also nicht christlich, so wollte sie nicht, ne? Mhm. Und es lief auch ihr Lieblingslied, sag mal, wo die Blumen blühen, ne? Das haben wir alles gemacht, also ganz toll, ne? Weißt du, für mich ist auch ganz wichtig, wie du es gerade erklärt hast. Du bist ja nicht weggegangen, weil es dir lästig war oder weil es dir irgendwie dass du zu Hause was Tolleres zu tun gehabt hättest, sondern das war fast schon so ein Ritual und du bist davon ausgegangen, dass sie am nächsten Morgen noch da ist und das alles. Ja, natürlich. Ich glaube, es hilft einem ja immer, wenn man sich solche Vorwürfe macht, wenn man versucht, sein Verhalten oder sein Fehlverhalten mit den Augen des Verstorbenen zu sehen. Ich glaube, ich kenne eure Verhältnisse jetzt nicht so, aber ich glaube, so wie du es geschildert hast, Elisabeth. Es war ganz toll. Würde deine Freundin jetzt sagen, pass mal auf, Elisabeth, du hast mir so beigestanden, das war so wichtig und das verzeih ich dir. Dass das so passiert ist. Aber du warst bei mir. Du warst wirklich an meiner Seite und das zählt. Das finde ich so wichtig. Ich wäre trotzdem gerne dabei gewesen. Ich glaube dir das. Und das wäre auch sicher gut gewesen. Aber ich finde das nicht so schlimm, dass das so sehr dein Gewissen belasten sollte. Ich fände es viel schlimmer, wenn du sie vorher jahrelang hättest irgendwie alleine gelassen. Nein, um Gottes Willen, nein, überhaupt nicht, gar nicht. Also da konnte sich 1000% nicht um mich verlassen. Ich glaube, deine Freundin hat dir das längst vergeben. Längst. Weil sie weiß, dass du im Herzen bei ihr warst. Nur, das, wie gesagt, auf dem Friedhof gehen kann ich nicht. Kannst du nicht? Nein, für mich ist sie hier zu Hause noch.
Okay, das ist halt. Für mich ist das nur ein Stück Erde. Okay, da geht drin, ja, da geht die ja Platte, jeder. Für mich ist sie jetzt zu Hause und was das. Ja, und du hast deine Erinnerung an sie, hast du alles zu Hause und ja, okay, das ist halt deine Art, wie du damit umgehst. Da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Für manche ist der Friedhof der Ort der Trauer, für manche ist zu Hause vielleicht der Schrank, wo die Gegenstände drauf liegen von ihr oder was auch immer, der Ort der Trauer. Ja, manchmal riecht so irgendein Deo oder irgendein Körpercreme oder was, oder nur ein Stück Seife, dann kriege ich sie noch. Elisabeth, das ist für mich mehr wert, als wenn ich auf den Friedhof gehe. Wenn die Vorwürfe zu groß werden, macht dir das wirklich für das vor Augen, was du alles für sie getan hast. Und ich glaube, das überwiegt, das bei weitem. Sie hat ja für mich auch eine Menge getan. Ja, ja. Wenn ich sie nicht damals kennengelernt hätte, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Ich glaube, du hast dich verdammt gut verhalten, Elisabeth. Okay. Und dann wünsche ich dir auch alles Liebe und alles Gute und dass du mit der Trauer, auch mit der Trauer klarkommst, was sicherlich nach so einer langen Beziehung sehr schwer ist und auch noch lange dauern wird. Auch ich denke mir jetzt nach dem Gespräch geht es mir schon ein bisschen besser. Ja, das ist ja schön, das freut mich sehr. Ja. Liebe Elisabeth, alles Gute und alles Liebe von Herzen. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, jetzt gibt's Post. Unsere Postecke, vorige Woche, da muss ich was zu sagen, vorige Woche hatten wir ja ein junges Mädel hier, die mich gefragt hat, ob man den Geschmack von Sperma verändern kann. Und dann habe ich hier groß gesagt, nein, das kann man nicht, damit musst du leben, dass das nicht so toll schmeckt. Aber ihr seid sehr aufmerksam. Und da bedanke ich mich auch für, weil manches habe ich schon gelernt aufgrund der Reaktionen, die dann von euch kamen, per Mail oder per Post, wenn ich hier was Falsches gesagt habe. Und da habe ich was definitiv Falsches gesagt. Wir haben nämlich eine irrsinnige Anzahl von Mails bekommen, die mich da korrigieren. Und ich möchte jetzt mal drei stellvertretend zu diesem Thema Sperma-Geschmack vorlesen. Einmal von Igor. Igor schreibt, der Sperma-Geschmack hängt sehr stark vom Essen ab. Bei einem TV-Test habe ich gesehen, dass sich der Geschmack durch frische Vitamine positiv beeinflussen lässt. Wenn der Mann circa eine Stunde vor dem Oralverkehr Ananas oder andere gesunde Sachen isst, verliert das Sperma den üblichen Geschmack. Hab es schon selber getestet und es funktioniert. Grüße Igor. Zum selben Thema Stefan, er schreibt, Bier, Fleisch und Nikotin machen das Sperma bitter. Mein Tipp an die junge Anruferin wäre, gib deinem Freund ein paar Stunden vor dem Oralverkehr reichlich Ananassaft zu trinken und du wirst zufrieden sein. Absolut verboten sind alle Gerichte mit und aus Spargel. Und Chris aus Wien hat gemailt, es gibt eine Methode, den Geschmack von Sperma zu verändern, nämlich Ananassaft, da haben wir es schon wieder, da muss wirklich was dran sein, oder Süßholztee. Liebe Grüße von Chris, der jetzt so gerne in Kölle wäre. Ja, das zum Thema Geschmacksveränderung des Sperma, also frisches Obst, Ananas, Kiwis tun es vielleicht auch, dann verändert sich das. So. Günther hat geschrieben, mit einer Nachbemerkung zu unserer Themensendung Schlechter Sex vor ein paar Wochen. Er schreibt, diese Sendung, werter Herr Domian, habe ich mit Entsetzen gesehen. Wie können Sie Frauen ein Forum bieten, die sich dreist und fast vulgär über Männer äußern, die einen zu kleinen Penis haben? Alle Befragungen belegen, dass Frauen Wert auf Zärtlichkeit und Technik legen, nicht auf die Größe des männlichen Geschlechtsteils. Nun denken Sie bloß nicht, ich wäre ein Betroffener. Nein, im Gegenteil, ich bin sehr gut ausgestattet, aber ich stehe auf der Seite der Hilfebedürftigen. Ja, unser Günther schreibt das. Dann nehmen wir das mal so hin. Dann eine Anmerkung von Michael zu unserem Thema Ärztepfusch, auch vor ein paar Wochen. Da schreibt er, lieber Domian, eigentlich finde ich eure Show gut und interessant, aber ich bin der Meinung, dass der Beruf des Arztes bei euch zu schlecht wegkommt. Du meintest in einem Gespräch, dass schon eine Entschuldigung des Arztes, der einen Fehler begangen hat, hilfreich sei und menschliche Größe zeigen würde. Das stimmt schon, aber bedenke, dass der Arzt den Schutz seiner Versicherung verliert, wenn er einen Fehler dem Patienten gegenüber klar zugibt. Also, auch wenn der Arzt sich seiner Schuld absolut bewusst ist, kann er dies dem Patienten gegenüber leider nicht konkret zum Ausdruck bringen. Und noch eine kleine Mail von José, 28, aus Portugal. Er schreibt, hallo Domian, ich wollte dir mal schreiben, dass ich seit 1995 deine Sendung sehe. Nicht immer, aber sehr oft. Ich habe Deutsch im Goethe-Institut gelernt und finde die Gespräche bei euch sehr interessant. Macht weiter so, euer Fan aus Portugal, José. Ende unserer Postecke. Weiter geht es mit Marina. Und Marina ist 18 Jahre alt. Hallo Marina. Ja, hallo. Guten Morgen.
Um was geht's bei dir? Es geht um meinen Vater. Um meinen Vater, mich und meine Mutter, sozusagen. Um die Familie. Gibt's noch ein Geschwister? Nein, ich bin ein Einzelkind. Ja. Und was ist da los bei dem Vater, bei der Mutter und dir? Ja, meine Mutter wird von meinem Vater geschlagen. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich vermute es. Wohnst du noch zu Hause? Nein, ich habe meine eigene Wohnung. Wie lange schon? Oh, seit gut einem Jahr schon. Mhm. Und aber das sind so deine Erinnerungen an deine Kindheit. Hat er sie immer geschlagen? Richtig mitgekriegt habe ich das erst vor 4 Jahren. Mhm. Und aber dann immer wieder? Ja, öfters. Schlimm? Ja, sehr. Was heißt das? Was heißt das genau? Wobei, ich würde immer sagen, schlagen ist immer schlimm, aber es gibt da auch noch die Unterschiede. Wie hat dein Vater oder wie behandelt dein Vater deine Mutter, wenn er sie schlägt? Was macht er genau? Also man kann wirklich sagen, dass er sie richtig verprügelt teilweise. Mhm. Also richtig so weit zuschlägt, dass sie schon am Boden liegt und wenn sie am Boden liegt, auch noch zutritt. Mhm. Und es ist schon manchmal richtig heftig vorgekommen und halt ein paar Mal oder einmal war das halt das Heftigste, woran ich mich erinnere, das war, da hat sie, um sich zu wehren, ihm den Toilettensitz auf den Kopf geschlagen. Mhm. Also, dass er eine richtige Platzwunde hat. Also, ich meine, man kann sich vorstellen, was für eine Angst man haben muss, um einen Toilettensitz abzureißen. Und ich würde sagen, den kann man doch nicht abreißen. Der war dann schon locker oder hat sie ihn wirklich abgerissen in ihrer Not? Weiß ich nicht. Irgendwas, naja, ist auch egal. Irgendwie hat sie das auf jeden Fall gemacht. Ja. Rastet er so aus, wenn er besoffen ist? Ja, also nicht, wenn er nur was getrunken hat. Also es kommt öfters vor am Wochenende oder so, dass die halt Gäste haben oder halt Freunde zu Besuch haben, dass sie halt zusammen was trinken oder so. Mhm. Mein Vater hat auch teilweise hat ein Drogenproblem, kann man so sagen. Was konsumiert er? Er kifft sozusagen regelmäßig, also fast regelmäßig. Ja. Und so wie ich das mitgekriegt habe, ist auch ab und zu Koks im Spiel. Also Koks, Kiffen und Alkohol? Ja. Mhm. Also wenn er eins davon nimmt, also sagt meine Mutter zumindest, wenn er eins davon nimmt oder konsumiert, ist es mehr oder weniger kein Problem. Mhm. Also dann ist er halt entweder lustig drauf oder halt, naja, was kommt drauf an, was er genommen hat. Mhm. Und wenn er halt 2 Sachen davon mischt oder gleich alles 3, dann wird er halt so heftig. Mhm. Das heißt, wenn er im komplett nüchternen Zustand ist, dann gibt es nicht solche Übergriffe? Nein, dann ist er eigentlich ein ganz netter Kerl, kann man so sagen. Bist du wegen dieser Gewalttätigkeiten auch ausgezogen? Deswegen bin ich früher ausgezogen, ja. War er dir gegenüber auch gewalttätig? Ja. Das heißt, dich hat er auch geschlagen? Ja, also das war aber mehr oder weniger sozusagen selber meine eigene Schuld, weil ich habe das halt gemerkt, dass er wieder halt so wurde und dann, dass er sich halt wieder im Schlafzimmer oder Badezimmer oder irgendeinem anderen Raum mit meiner Mutter eingesperrt hat. Mhm. Und dann war das so für mich so ein Zeichen, okay, jetzt geht's wieder los. Mhm. Und weil ich natürlich das nicht unbedingt mit ansehen kann oder will, wie meine Mutter halt misshandelt wird, dann bin ich da halt dazwischen gegangen, habe auch einige Male die Türen aufgebrochen, damit ich halt in das Zimmer kann und meine Mutter sozusagen beschützen kann. Mhm. Was verständlich ist, was eigentlich jeder machen würde. Um die Mutter zu schützen. Ja. Warum macht deine Mutter das mit? Warum geht sie nicht? Warum verlässt sie ihn nicht? Sie kann nicht. Warum nicht? Also das sagt sie, sie kann nicht. Ich habe ihr das auch schon häufig gesagt und alle möglichen Tipps gegeben, wie man das machen könnte, weil es gibt ja heutzutage diese Frauenhäuser, waren wir eigentlich auch schon. Also da wart ihr sogar? Ja, als ich kleiner war, als ich 7 war, waren wir in einem Frauenhaus. Mhm. Das heißt, da sind die wieder zusammengekommen. Aber das ist ja Wahnsinn. Das heißt, das zieht sich schon so viele Jahre hin. Ja. Und sie sagt, sie kann nicht. Ist es eine Abhängigkeit, ein Abhängigkeitsverhältnis? Ein psychisches Abhängigkeitsverhältnis? Psychisch glaube ich nicht. Es ist mehr, die beiden haben zusammen eine Firma. Mhm. Also sind selbstständig. Mhm. Und meine Großeltern leben bei ihnen. Also meine Eltern haben ein ziemlich großes Haus und naja, sehr vertragte materielle Verhältnisse, Verstrickungen. Ja, genau. Haus, Großeltern, gemeinsame Firma. Das heißt, wenn sie da rausgehen würde, wäre das für sie
sehr kompliziert und sehr schwierig und das würde mir empfehlen. Dennoch, Marina, ich kann das nie verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Es gibt keinen Grund zu sagen, ich gehe nicht. Und wenn das noch so kompliziert ist mit dem Geld und mit dem Haus und mit der Wohnung und mit der Firma, ist irgendwann aber Schicht im Schacht. Und dann muss man, sie scheint ja dann, sie ist eine Geschäftsfrau, das heißt, sie kann ihrem Mann stehen und sie könnte sich gut alleine auch durchs Leben schlagen. Ja. Ne? Sie ist ja so, wie du sie, also dann auch keine, die jetzt völlig hilflos dann auf der Straße stünde, oder? Was ist hier für ein Typ so? Nee, sie ist eigentlich doch schon ziemlich selbstständig. Also die Firma im Prinzip läuft nur durch sie. Ja. Also weil er macht da kaum was. Ja. Er macht die Arbeit, aber sie organisiert das halt und macht das alles möglich, dass das überhaupt klappt mit der Firma. Gibt es denn, ich verstehe jetzt deinen Anruf auch so, dass du hilflos dastehst und sagst, ich weiß nicht mehr weiter, ich möchte ihr helfen, aber ich kann nicht. Ist das so? Ja, es ist halt, dass ich ihr helfen will und dass ich halt dadurch auch psychisch irgendwie so belastet bin, dass ich halt fast jede zweite, dritte Nacht halt mehr oder weniger schreiend aufwache und halt Albträume habe und besonders jetzt irgendwie in letzter Zeit, also seit ich ausgezogen bin. Weiß sie das? Ja, ich habe ihr das mal gesagt und sie sagt halt nur, ich soll mir keine Sorgen machen und sie schafft das schon. Ich mache mir selber halt die Vorwürfe, dass ich sie alleine lasse. Das glaube ich, den Vorwurf brauchst du dir nicht machen, Marina. Ich glaube, dass du da schon eine ganze Menge gemacht hast und du bist ja für deine Mutter da. Sie ist eine erwachsene, selbstbewusste Frau. Sie ist verantwortlich für ihr Leben. Du lässt sie nicht alleine. Das heißt, du hast ihr ja signalisiert und ganz klar und immer wieder gesagt, du musst da raus und unternimm was, mach was. Mehr kannst du nicht machen. Und du signalisierst ihr ja auch, wenn sie da rausgeht, dass du für sie da bist und ihr dann auch weiterhelfen wirst. Ne? Das machst du ja auch. Ja. So, mehr kannst du nicht machen. Das ist genauso, wenn jemand alkoholabhängig ist. Da kannst du irgendwann kannst du auch sagen, okay, aber das muss der muss selbst die Entscheidung fällen und sagen, so geht das nicht mehr weiter, ich muss Konsequenzen aus meinem Leben ziehen. Ich glaube, dass es für dich auch ganz wichtig ist, so weh dir das tun mag, weil es deine Mama ist, verständlicherweise, dass du da etwas dich rauslösen musst und versuchen musst, das auch nicht so nah an dich rankommen zu lassen. Weil sie ist für ihr Schicksal verantwortlich. Ja, das habe ich versucht. Also ich habe einige Mal schon gesagt, dass ich halt nicht mehr zu denen fahren werde, bis sie das endlich nicht geklärt haben. Also den ich mehr besuchen werde oder halt habe ihr das gesagt, habe ihm das gesagt, aber irgendwie die nehmen mich nicht ernst und ich halte das auch selber nicht durch. Wie steht überhaupt denn er dazu? Entschuldigt er sich? Weiß, wenn so etwas vorgefallen ist, weiß er das dann? Entschuldigt er sich? Manchmal schon. Und also meistens ist das auch so, dass er danach sagt, also am nächsten Tag, wenn er wieder nüchtern ist, dann sagt er, ja, ich weiß davon gar nichts. Ich war das nicht und das kann gar nicht gewesen sein. Und wenn du den beiden vielleicht mal, wenn sie nicht selbst schon auf die Idee gekommen sind, zumindest anbietest, denen vorschlägst, dass sie als winzigen Schritt, dass sich irgendetwas verändert, zu einer Eheberatung gehen. Damit? Ich glaube nicht, dass er das mitmachen würde. Und wenn du deiner Mutter alleine sagen würdest, dass sie das tun soll, weißt du, damit da noch ein anderer Ansprechpartner ist, damit das nicht nur du bist und die ganze Last auf deinen Schultern liegt, damit da noch ein kompetenter Mensch ist, der sie so ein bisschen lenkt oder dass sie in eine psychologische Hilfe geht. Könntest du sie dazu bewegen? Ja, doch, ich denke schon. Aber ich glaube, sie hat damit gar nicht mehr so das Problem. Ich glaube, sie hat sich inzwischen, weil die sind seit 20 Jahren verheiratet, dass sie sich da so ziemlich dran gewöhnt hat. Umso schlimmer ist das, dass du da so sehr darunter leidest. Und ich glaube, der einzige Weg ist wirklich, so bitter das auch ist, dann für, du bist Einzelkind auch noch, so bitter das ist, sich da erstmal etwas zurückzuziehen. Und wenn du da nicht so hinfahren kannst, na gut, dann fährst du halt nicht so oft hin. Du wirst es nicht verändern können. Das wirst du nicht schaffen. Der Leidensdruck muss so groß sein bei deiner Mutter, dass sie selbst eine Entscheidung fällt. Egal ob Firma oder Schwiegereltern, völlig wurscht. Also das Einzige, was mir da noch dazu einfällt, wäre, dass du ihr vielleicht nochmal nahelegst, dass sie sich alleine an einem Psychologen wendet. Aber wenn sie so reagiert, wie du es gerade geschildert hast, dass sie sich da irgendwie schon mit abgefunden hat,
glaube ich, kannst du nichts machen, gar nichts. Ja, weil sie kennt das auch irgendwie nicht anders, wie ich das mitgekriegt habe. Also ihre Eltern, also ihre Mutter wurde auch von ihrem Vater geschlagen und Du könntest natürlich für dich, wenn du da irgendwie gar nicht rauskommst aus dieser vertrackten Lage, für dich eine psychologische Hilfe suchen, um Strategien mit einem Psychologen zu entwickeln, dass du da eine Distanz hinbekommst. Das ist die einzige Möglichkeit, wenn die Eltern sich schon nicht verändern, dass du quasi dir so einen Schutzwall aufbaust mit Hilfe eines Therapeuten. Ich würde gerne mal die Meinung von meinem Psychologen noch hinzuziehen. Mhm. Marina, dann legst du bitte auf und Peter heißt mein Psychologe, der ruft dich jetzt gleich an. Einverstanden? Ja, klar. Dann machen wir das so. Und du, er ruft dann gleich oder in ein paar Minuten an, okay? Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Thomas ist hier. Thomas ist 32 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dann. Dein Thema? Ja, wo fange ich an? Also es ist so, ich habe eine Freundin. Mhm. Bin mit der seit 3 Jahren zusammen und ich bin körperbehindert und sie ist gesund. Ja, was für eine Behinderung hast du? Das ist eine Spastik. Ja, von Geburt an. Geburt an. Ja, ja und jetzt ist es so, ich chatte also seit einiger Zeit und habe da eine Frau kennengelernt. Mhm. Wobei ich mir da schon selber die Frage stelle, warum chatte ich da überhaupt, ja, also. Stimmt. Genau. Warum chattest du? Ja. Jetzt ist, ich hab deine Frau kennengelernt. Lass mich die Frage stellen. Warum chattest du? Ja, ich denke wohl, ich bin schon irgendwie nicht zufrieden in der Beziehung, aber ich habe eben für mich noch nicht herausgefunden, woran es nun liegt. Mhm. Also. Mhm. Ja. Okay, es ist irgendwie eine Unzufriedenheit da. Ja. Du hast gechattet und hast eine Frau kennengelernt. Mhm. Hast du die real auch schon getroffen? Genau, ich habe mich dann einfach ins Auto gesetzt und bin dahin gefahren. Also ja. Ich wohnte in einer anderen Stadt. Ja. Und bin dann auch gleich dort über Nacht geblieben. Oh. Wohnst du denn mit deiner Freundin zusammen? Nein, das nicht. Du bist gleich über Nacht geblieben. Ja. Ist es auch eine behinderte Frau? Ja. Ja. Und also es ist die gleiche Behinderung. Ja. Aber ein, ja, ein Zacken schärfer. Ja. Sag ich mal. Und sie sitzt schon zur Mehrheit im Rollstuhl. Mhm. Du kannst mit einem Stock gehen und mit Krücken? Oder ohne. Ohne? Ja. Ja. Das funktioniert alles. Mhm. Ja, und ich hatte mir, also für mich würde das jetzt so passen. Wie, dass die Partnerin ebenso in der gleichen Weise behindert ist wie du, oder was? Ja, genau. Ja? Aber auf der anderen Seite frage ich mich schon, das ist, ja, ich kenne sie ja noch gar nicht. Also wir haben das ein Wochenende gesehen. Und haben zuvor, also schon beim Chatten und zuvor, also viele Stunden telefoniert, aber real gesehen eben nur dieses eine Wochenende. Mhm. Ach, du warst dann nicht nur eine Nacht da, sondern das ganze Wochenende. Ja. Und hast dich gleich gut mit der verstanden. Genau. Weil ihr wart ja schon warm gelaufen durch das Chatten. Ja. Hast du deine Freundin davon erzählt? Nein. Mhm. Aber wenn du mir das jetzt mit so einer Euphorie erzählst und sagst, ach, das würde dann ja richtig passen zueinander, erahne ich aber, dass deine Beziehung mit deiner Freundin, mit der du 3 Jahre zusammen bist, dass die aber sehr brüchig ist im Moment, oder? Sehr angeschlagen, oder? Oder? Ja, das ist, vielleicht gestehe ich es mir auch nicht ein, es ist halt schwierig. Also, liebst du sie denn noch? Ja, wenn ich das wüsste. Begehrst du sie noch? Tja. Kann ich wahrscheinlich nicht hundertprozentig mit Ja beantworten. Also eher weniger. Mhm. Das mit der neuen Frau war jetzt für dich interessanter auch sexuell als mit deiner Freundin. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und deine Freundin dich, ist das? Von der Seite kann ich sagen, also die liebt mich 150%ig. Mhm. Mhm. Du hast es gerade nicht richtig formulieren können, aber ich frage es trotzdem mal, kannst du vielleicht doch versuchen, die Unzufriedenheit ein bisschen anschaulicher zu machen? Also, ich halte sie für sehr dominant. Mhm. Wo ich denke, also auch im Alltag, dass sie versucht, sich zurückzunehmen, aber sie schafft es eben weniger. Ja, wichtiges Argument. Das heißt, da kann man sich auch leicht erdrückt fühlen für eine Person, die sehr beherrschend ist. Mhm. Mhm. Ja, und das dann... Und? Was noch? Naja, auf sexuellem Gebiet. Sind es so Sachen, wo ich denke, also dass ich da nichts Exotisches verlange oder mir wünsche, aber ich mich schon zurückgesetzt da fühle. Also
da ist sie nicht so dominant, sondern eher so die 0815, ja, genau. Liebhaberin. Mhm. Also nichts Dolles. Mhm. Genau. Ja. Bist du zärtlich mit deiner Freundin? Ja. Das schon. Denke ich. Mhm. Ja. Würdest du jetzt sagen, dass du mit dieser neuen Frau, dass du da schon verknallt drin bist? Ja. Mhm. Und ihr habt jetzt nach diesem Wochenende auch viel Kontakt wieder gehabt? Ja. Mhm. Das klingt nicht gut. Also klingt nicht gut. Also was heißt, es klingt nicht gut für die alte Beziehung, finde ich. Du bist ja eher, wie ich so höre, eher Feuer und Flamme, was die neue anbelangt. Ne? Aber die Frage ist jetzt für mich, ist es nur Neugier oder wie gesagt, das naja. Haben wir ein Wochenende gesehen und klar, da muss man vorsichtig sein. Mhm. Aber es bringt auf jeden Fall zum Ausdruck eine große Unzufriedenheit mit der laufenden Beziehung. Wenn man sowas macht, das macht man nicht, wenn man glücklich ist. Wenn man rundum glücklich ist, macht man sowas nicht. Und wenn du sagst, sexuell ist es, bist du unzufrieden, dann mit der Dominanz, wahrscheinlich gibt es da viele, viele, viele Beispiele im Alltag, wo du dich von ihr irgendwie bestimmt fühlst oder untergebuttert fühlst und so weiter. Hast du ihr das denn auch schon mal so gesagt? Ja. Aber wenn sie sagt, ja, dann müssen wir drüber reden. Mhm. Aber dominante Menschen scheren sich da nicht viel drum. Die sagen das vielleicht mal, aber die sind es dann morgen, am nächsten Tag wieder. Genau. Mhm. Mhm. Tja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Ich meine, es ist jetzt so frisch, aber ich finde ja generell immer, dass man sowas nicht parallel laufen lassen sollte. Ja. Das heißt, du musst irgendwie jetzt eine Entscheidung fällen. Entweder gestehst du deiner Freundin, dass da was gelaufen ist, was ich immer nicht schlecht finde in so Fällen, weil dann eine ganz neue Dynamik in den gesamten Prozess reinkommt. Dann, und alle sind gleichberechtigt. Ich glaube nicht, dass du als andere Möglichkeit die Chat-Bekanntschaft abbrechen wirst. Mhm. Oder? Weniger. Ja, das höre ich auch. Mhm. Mhm. Also wäre die richtige Situation oder die richtige Verhaltensweise, das deine Freundin zu sagen, so und so, das ist passiert. Somit liegen alle Karten auf dem Tisch und es kann neu gemischt werden. Mhm. Vielleicht zugunsten deiner alten Freundin, wenn sie kapiert, was da los ist. Vielleicht rüttelt sie das auf. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber meinst du nicht, dass die Verletzung dann so tief sitzt? Also, dass sie dann alle Zelte abbricht? Vielleicht. Hm. Vielleicht. Aber es gibt auch Menschen, die in dem Moment, die dann wachgerüttelt sind und denken, wow, ich habe wirklich einen Fehler gemacht und versuchen, das Ruder rumzureißen. Hm. Das gibt es auch. Und es sich dann wieder in die alte Beziehung verbessert, dann entwickelt. Was hast du für Möglichkeiten? Du hast die Möglichkeit, die neue Beziehung radikal abzubrechen. Genau. So. Oder du hast die Möglichkeit, es heimlich weiterlaufen zu lassen. Ja, das würde wahrscheinlich irgendwann sowieso auffliegen. So. Also es kann man nicht endlos heimlich laufen lassen. Ja, der sauberste Weg ist für dich, wenn du diese Chat-Beziehung nicht abbrechen möchtest. Ich frage dich nochmal, die möchtest du nicht abbrechen? Nein. Nein. So, da ist die sauberste, auch für dich, wo du sagst, ich habe mich korrekt verhalten, ist deiner Freundin zu sagen. Es ist ja noch ganz frisch, da kann man keine Vorwürfe machen. Warum hast du es mir nicht gesagt? Sonst würdest du dir es irgendwann vorwerfen, wieso hast du mir das angetan und du hast mich wochenlang betrogen und so. Jetzt kannst du sagen, das ist passiert, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, auf jeden Fall, ich bin unzufrieden und nur ist es so. So, und dann ist das neue Spiel eröffnet und wer da als Sieger rausgeht oder in welcher Konstellation, wird sich dann zeigen. Würde ich so sagen, Thomas. Okay. Meine Meinung. Überleg mal. Ja. Alles Gute. Vielen Dank, Thomas. Tschüss. Tschüss. Mein Lieben, ich will euch erzählen, was für ein Thema wir haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da heißt, unser Thema ist ein bisschen experimentell. Wir nennen das Thema ganz einfach Rot. Das Thema heißt Rot. Ich möchte gerne mit euch reden, was euch zu Rot einfällt. Also beispielsweise kann einem ja zu Rot einfallen Blut. Es kann einem einfallen Rache. Es kann einem einfallen Rotlichtmilieu. Und Geschehnisse, die darin passiert sind. Es kann einem vielleicht auch einfallen, dass man rot wird und so weiter. Also es gibt sicher eine ganze Menge Dinge, die zu Rot passen. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt über oder zum Thema Rot, was ihr damit verbindet an Geschehnissen, vielleicht auch an dramatischen Geschehnissen, schönen Geschehnissen, schrägen oder bizarren Geschehnissen, dann meldet euch am besten schon unter Mail, domian@rde, oder ruft dann halt am Donnerstag an. Hier ist Lisa. Lisa ist 37 Jahre alt. Guten Hallo. Morgen. Hallo, hallo Lisa, guten Morgen. Also, ich habe ein Problem. Mein Freund und Lebensgefährte
ist im Urlaub in Marokko von den dortigen Behörden festgenommen worden. Erstmal ohne genauen Verdacht, weswegen. Und mittlerweile hat man also heute ein Urteil gefällt, dass er angeblich in der Geldwäsche beteiligt gewesen sein soll. Und er war ganz regulär in den Urlaub gefahren und wollte sich erkundigen, wie er sich da eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Lass mich unterbrechen. Du sagst Urteil. Ja. Das heißt, es gab schon eine Gerichtsverhandlung. Ja. Wie lange hält er sich hier mittlerweile in Marokko auf? Er ist also dort seit Mitte Januar und wollte am 8. Februar den Rückflug wieder nach Deutschland nehmen und hatte auch schon das Flugticket in der Tasche und das ist genau am 6. Februar, also montagsabends, passiert. Ist dein Lebensgefährter Deutscher? Nee, ist Marokkaner. Er ist Marokkaner. Ja, und jetzt bin ich halt momentan ein bisschen aufgeschmissen, weil er ist verurteilt worden zu 2 Jahren Haft und 70.000 Euro Strafe, die er zusätzlich zahlen muss. Oh weia. Er wollte dort unten ein Geschäft aufmachen. Ja, also er ist also gebürtiger Schlosser und hat sich also schon eine ganze Weile hier interessiert, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die da auch eventuell eine neue Existenz mit ihm zusammen gründen möchten. Und hat Unterlagen mitgenommen und hat da auch Papiere gesammelt von Firmen oder von, Leuten, die auch ein bisschen investieren möchten. Und er ist also ganz regulär in eine Fahrzeugkontrolle geraten und erst hieß es, er sei zu schnell gefahren und bei der ersten Anhörung sah es noch ganz gut aus. Heute war dann die 4. Anhörung und dann ist auch das Urteil gesprochen worden. Gibt es denn irgendwelche Beweise, die man ihm anhängen kann? Also es geht um Geldwäsche. Man unterstellt ihm, dass er mit Geldwäsche irgendwas zu tun hat. Ja, also da muss man ja irgendwas vorliegen. Man hat konkret gar keine Sachen, die vorliegen. Man hat aufgrund der Unterlagen, der ganzen Papiere, die er bei sich hatte, ist man wohl zu dem Schluss gekommen, er würde versuchen, irgendwelche Geldwäsche zu machen. Hier frage ich dich mal, es ist dein Freund, wie lange seid ihr zusammen? Seit drei Jahren. Ja. Es ist dein Freund. Und Lebensgefährte. Dennoch frage ich dich jetzt mal, hältst du es für möglich, dass er irgendwas Dubioses ohne dein Wissen irgendwie da eingefädelt hat? Nein, das halte ich also nicht für möglich, weil ich habe also hier von zu Hause auch regelmäßig die Firmen angeschrieben und versucht, Kontakte aufzubauen. Ich habe auch relativ gute Kontakte gefunden, auch von ortsansässigen Firmen, die sehr bekannt sind. Und die konnten sich auch gut vorstellen, dort in Nordafrika eine neue Niederlassung aufzubauen. Es wundert mich, dass das alles so schnell abgewickelt ist. Ich meine, wir haben gerade mal erst Ende Februar, dass schon eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat und ein rechtskräftiges Urteil gefällt wurde. Wie ist die Justiz in Marokko? Ja, sag ich mal, sehr dubios. Also ich habe mich also mit den Konsulaten auch hier in Verbindung gesetzt, die für Marokko zuständig sind und habe also von einer Dame, die einen Botschafter verwaltet, auch erfahren, dass man zurzeit sehr gerne Leute, die aus Deutschland nach Marokko zum Urlaub gehen, unter die Lupe nimmt und gerne auch festnimmt und möglichst schnell aburteilt. Also es sind also in diesem Raum, wo mein Freund sich befindet, da sind also 50 Männer zurzeit untergebracht. Das sind also auch welche, die sind seit 2 Jahren nur mit dem Verdacht auf irgendetwas inhaftiert. Du warst aber jetzt während der Gerichtsverhandlung nicht vor Ort. Nein, ich konnte nicht. Nun bin ich da nicht überhaupt nicht informiert, wie man das macht. Könntest du von Deutschland aus einen Rechtsanwalt einschalten, der da jetzt nochmal vorgeht? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, nach einem gefällten Urteil dann noch was zu machen? Also es gibt regulär, wie auch hier, eine Möglichkeit, Berufung einzulegen. Und er hat dort schon angeblich einen sehr guten Anwalt. Der hat das auch direkt gemacht heute. Ja. Jetzt geht unsere Sendung zu Ende. Du hörst die Musik im Hintergrund. Aber du hast den Fall erzählt. Ja, ich habe den Fall erzählt und ich habe also auch schon diverse Fernsehsender angeschrieben, Zeitungen und eine große Zeitung hat sich auch eventuell schon bereit erklärt, das Ganze aufzufassen. Ja. Mir geht es halt um mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Ja. Also die Dame vom Konsulat meinte, ganz spektakuläre Sachen oder unspektakuläre Sachen wären auch erfolgreich, wenn man einfach sich
sich vor dahinsetzen würde vor das Gefängnis und würde sagen, hier, lass den Mann frei. Ja. Und interessant ist vielleicht auch noch, wenn, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass wir sehr aufmerksame Zuschauer haben und Zuhörer, wenn jemand vielleicht eine Idee hat, was man machen könnte. Genau. Das reicht mir eigentlich weiter, das verspreche ich dir, Lisa. Der Fall ist hiermit publik gemacht worden bei uns und wenn irgendeine Idee da ist von Seiten der Zuschauer und Zuhörer, reicht mir eigentlich weiter. Ja, okay? Das ist nett. Alles Gute, ich drücke die Daumen. Tschüss. Tschüss. In der Technik, ihr Lieben, war Malte Emels und Stefan Weitershagen. Morgen sind wir wieder da mit einer freien